Wozu das Ganze? Was ich hier vorgeführt habe, ist ja erstmal nur gefährlich, aber nicht wirklich hilfreich. Ich kann plötzlich mitten im Speicher irgendeinen Unsinn veranstalten. Spannend wird es, wenn ich anfange, mit diesen Zeigern zu rechnen. Die nehme ich vielleicht mal wieder raus. Für den Lückentext Nummer 5. Der Trick dahinter ist, dass so ein Zeiger und der Name eines Arrays sich sehr ähnlich verhalten. Ich fange mal mit einem Array an. Was hatten wir noch nicht? A habe ich da oben, B. Guck, ein Array namens B. Ja, und da sollen ein paar dumme Zahlen drinstehen. 1, 2, 3. Der Name dieses Arrays ist auch ein Zeiger. Der Name ist nämlich ein Zeiger auf das erste, oder sollte ich sagen, nullte Element, auf die 1 hier. Also ein Zeiger. Ich baue einen Zeiger. Was hatten wir? P, Q, nenne ich ihn R. Das können Sie so schreiben. B natürlich und nicht A. Wenn Sie das so schreiben, wird die Adresse des ersten Elements aus dem Array hier gespeichert. Das kann man so schreiben, man könnte es alternativ, führen wir beides gleich vor, was haben wir, P, Q, R, S, ja. Alternativ können Sie schreiben, gib mir die Adresse vom nullten Element, upsala. Gib mir die Adresse vom nullten Element, na, 0 und nicht plus. Das wird wieder B sein, danke. Gib mir die Adresse vom nullten Element von B, vom ersten Eintrag hier. Das wäre eine alternative Schreibweise. Wir sehen, das ist irgendwie kürzer, das so zu schreiben. Also der Name eines Arrays hat plötzlich eine Bedeutung für sich. Es sagt, an welcher Adresse, der sagt, an welcher Adresse dieses Array steht. Und das kann ich dann einem Zeiger zuweisen. Dieses R, ein Zeiger auf eine ganze Zahl. Und der Name ist auch ein Zeiger auf eine ganze Zahl. Sie können auch direkt sagen, oh, der nullte oder erste, wie man jetzt zählen mag, der vorderste Eintrag von dem Array, davon gib mir bitte mal die Hausnummer mit dem Kaufmannsund. Und Zeigerarithmetik heißt nachher, so ein Array nicht mehr mit irgendwelchen Indizes anfragen, B von 2 oder was, sondern mit dem Zeiger zu rechnen. Gehe mit diesem Zeiger eins nach rechts, eins nach links oder auf den Platz 42, wie auch immer. Gucken wir uns das an, wie das aussieht. Ach, ich sollte mal da unten hingehen. So, mein Array, wo steht mein Array? Da steht mein Array, 1, 2, 3. Integer, also immer 16-bittig auf dieser Maschine. 0, 0, 0, 1 ist die 1, 0, 0, 0, 2 ist die 2. Immer 2 Bytes für jedes Integer. Mit dem Namen des Arrays hole ich mir die Adresse des ersten. Das muss also sein 027 0123, kann ich mich verzählt, 01234 56 muss das sein. 0276 muss nachher das R werden. Da steht es, 0276. Der Name des Arrays ist einfach ein Zeiger auf den allerersten Eintrag. Sie können das auch ausdrücklich sagen, gib mir den allerersten Eintrag und davon hole die Adresse. Das ist natürlich nur eine monströse Schreibweise für dasselbe Ding. Das wäre der Zusammenhang zwischen Zeigern und den Namen von Arrays. Es geht weiter mit demselben Lückentext. Jetzt kann ich anfangen, damit zu basteln. Ich kann zum Beispiel sagen, oh, dass den ersten Eintrag in dem Array setze doch auf 13 über den Zeiger. So würde das dann funktionieren. So haben wir es eben schon gesehen, muss ich nicht laufen lassen. Klar. Also statt dass Sie B von 0 gleich 13 sagen, das wäre die Alternative. Das wäre die Alternative. Die beiden Zeilen tun dasselbe. Ich greife über den Zeiger zu. Sag, okay, unter der Hausnummer gucke nach, da bitte die 13 rein, statt dass ich den Namen hier erwähne. Dasselbe, das gleiche vielleicht hier.
Das kriegt man auch umgekehrt hin. Der Name eines Arrays, den kann ich direkt zu einem Zeiger zuweisen. Dann ist es keine große Überraschung hoffentlich, dass Sie so einen Zeiger auch benutzen können wie den Namen eines Arrays. Hier führe ich vor, dass ich über den Zeiger zugreifen kann, als ob der Zeiger der Name des Arrays wäre. Ich gehe mal bis zum den Punkt da unten. Bin ich? Den haben wir. Den haben wir auch. So. Hier steht Zeiger und dann das nullte Element und in dem W hat er, in das W hat er mir wirklich das 13 dann reingeholt. Da, dieses 0D, 00. Hier steht wirklich die 13. Und hier schreibe ich Zeiger und dann das Element Nummer 2, also 012, eigentlich das dritte Element, schreibt die 42 rein. Derselbe Effekt, als ob ich das Array beim Namen genannt habe. Da steht die 42 an der 012. Stelle oder das dritte Element in dem Array. Also die Namen von Arrays und Zeiger sind halbwegs austauschbar von der Funktion her. Unterschied ist, dass Sie einem Zeiger etwas zuweisen können. Hier diesem Zeiger können Sie etwas zuweisen, einem Array können Sie nichts zuweisen. Aber das ergibt sich eigentlich automatisch. Ich glaube nicht, dass man in das Problem kommt in der Praxis. Das ist eine billige Art von Zeigerarithmetik. Ich habe einen Zeiger und sage, okay, jetzt gehe einfach nur zwei Stellen weiter. Das heißt, dass ich einfach gehe zwei Stellen weiter und arbeite mit dem. Das kann man auch anders schreiben, dann wird es etwas unübersichtlicher. Mit die Nummer 7. Wenn Sie das schreiben, Sternchen R, R ist ein Zeiger auf den ersten Eintrag in dem Array. R von 2 wäre der wirklich dritte Eintrag dann in dem Array. Den kann ich auch anders erreichen. Und das ist jetzt Zeigerarithmetik. Ich kann diesen Zeiger nehmen und sagen, geh um 2 weiter. R ist ein Zeiger und dann addiere ich 2 dazu und gucke, was denn da steht. Das heißt Zeigerarithmetik. Ich rechne mit Zeigern. Das hier ist eigentlich auch schon Zeigerarithmetik implizit. Ich rechne mit Zeigern. Ganz wichtig an der Stelle, diese 2 hier sind nicht 2 Bytes, sondern diese 2 hier hat dieselbe Rolle wie die 2 da. Gehe 2 Einträge weiter. Der geht nicht 2 Bytes weiter, der geht 4 Bytes weiter in diesem Fall. Er geht 2 Einträge weiter. Das wird automatisch umgerechnet. Gefährlich. Und umgekehrt geht das auch, dass Sie sagen, ich möchte dem was zuweisen. Das, was im Speicher steht, an der Adresse R, aber zwei Häuser weitergegangen von diesem Format Integer, zwei Häuser weitergegangen, nicht 2 Bytes weitergegangen, das soll bitte auf 13 gesetzt werden. So kann ich das auch tun. Sie ahnen hoffentlich, wenn Sie jetzt irgendwelche Zahlen hier addieren, irgendwelche Vorschleifen bauen oder immer zum nächsten gehen, wie auch immer, können Sie ziemlich viel Unsinn anstellen. Sehr effiziente Sachen machen, aber auch ziemlich viel Unsinn anstellen. Sollte ich das vielleicht nochmal in Aktion zeigen? Vielleicht sollte ich auch nochmal wirklich den Wert zeigen. In Sternchen, wen haben wir noch nicht? PQRST hatten wir noch nicht. Den setze ich tatsächlich mal auf den Wert R plus 2, dass Sie sehen, das geht nicht um 2 Bytes weiter, sondern an dieser Stelle um 4 Bytes weiter. Bis wohin führe ich aus? Bis dahin führe ich aus. So. Mein Array steht an 0272. Und jetzt sage ich, 2 Stellen weitergehen, 2 Häuser weitergehen und das im Zeiger T speichern. Und es wird eben nicht 0274 sein. Er geht nicht um 2 Bytes weiter, sondern er geht wirklich 2 Speicherstellen weiter. Jede Speicherstelle, in diesem Fall 2 Bytes, macht zusammen 4 Byte.
Integer braucht 2 Byte. Also hier sollte gleich, wo bin ich denn? Hier sollten nicht 2 dazukommen, sondern 4 dazukommen. 2, 7, 6. In T natürlich. Da steht es, 2, 7, 6. Also das ist wichtig als Fußnote und Noten im Taschentuch. Wenn Sie sagen Zeiger plus so und so viel, bezieht sich das so und so viel auf die Größe der jeweiligen Daten. Das hier ist ein Zeiger auf Int, das R. Das heißt, die geht 2 Integer weiter, in diesem Fall 4 Bytes. Von 0272 auf 0276. Okay, da steht in T drin. Und jetzt kann ich jetzt ganz normal drauf zugreifen, den Wert rausholen, da die 42 oder an dieselbe Stelle die 13 reinschreiben.